Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich grüße euch zu einem neuen Video. Wir werden jetzt ein Unboxing machen und danach werden wir Hardware-Video machen. Ich habe nämlich was bekommen. Oder beziehungsweise ich hatte eine Anfrage und habe gesagt, jo. Die HA1 von Tutzo. Oh, hier sind Plastikdinger drin. Kann ich hier sehen. Die wollen wir jetzt unboxen. Dafür wechseln wir gleich in die Unboxing-Ansicht. Und danach machen wir ein Hardware-Video und gucken uns die mal an, wie sie vom Sound sind, wie sie performen und ob uns das überzeugt. Dann würde ich sagen, wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht. So. Da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. Noch mit dem Messer. So, wie gesagt, hier oben Tutzo HA1 Wireless Headset. Hier haben wir dann den Strichcode. So, oh Gott. Ja, mit Silber, ich kann das halt immer bei dem Licht so doof erkennen. Und die Schrift ist ziemlich klein, obwohl ich Brille auf habe. Da können wir uns aber helfen. Ja. Trick 17. mm Membran aus Verbundkunststoff mit Titanbeschichtung. Gleichzeitig verbinden mit zwei Geräten. Reduzierung des ENC. Aufrufrauschens. Aha. Die Bassmodus. Gaming-Modus mit geringer Latenz. Kompatibel mit AUX-Eingang. Hier ist ein bisschen verpixelt. Lange Akku, Laufzeit bei großer Kapazität. Ah, hier ist schon wieder was besser. Ergonomisch und leichtes Design für Kopfform. Faltbar und einfach zu verstauen. Na, das war's. So. Ach, wir haben den in verschiedenen Farben, gibt es den. In schwarz, so mintgrün, lila, bläulich und so bräunlich. Ah, okay, wir können ja schon mal bei Google Play Store nach der App gucken. Auf die Lupe. Und da sollen wir nach Tutzo. Tutzo. Installieren. Tutzo Fit. Tutzo. Hier ist S3, S4. Tutzo Wear. Aber was ist das? Core Apps.
So. Zu Ink. Ja, die haben mehrere. Anyway. Aber wir sollen nach Tor zu suchen. Und dann. Wird schon die richtige sein. Nochmal kontrollieren. Tor zu. Ach, da muss man auch noch einen Pass. Muss man auch noch sich. Registrieren, machen wir mal schnell. Passwort. Ah, siehst du, das ist ja verschrieben. Weil ich mit den dicken Fingern wieder woanders raufgekommen bin. So. Senden. So, ich kriege jetzt eine E-Mail. Und darauf soll ich dann reagieren. Erstmal mein Mail-Programm wieder suchen. So, da haben wir es. Kopieren. Einfügen, das kann ich euch leider nicht zeigen. So, jetzt habe ich eine Tor-ID. Nickname, den ändern wir mal. Odin. Safe. Toll. Warum finde ich hier nichts? Ah, da Europa, Niederlande, Spanien, Dänemark, Schweden, Germany. Gender. Mail. Date of Birthday. 5. Ah ne, hier ist der Monat. 4. 5. 81. Yes. Finish. Foto brauche ich jetzt nicht auswählen. Bluetooth on. Exit. Turn on. Benachrichtigung anzeigen. Ja. So, so sieht die App dann aus. Wir haben jetzt natürlich noch kein Gerät drin. Wir müssen es ja erstmal auspacken und verbinden. Hat also auch sehr leicht funktioniert, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, aber wie gesagt, ihr müsst euch da anmelden mit einer E-Mail-Adresse, dann gibt es ein Passwort, ein, was ihr haben wollt. Ich habe halt alles komplett ausgefüllt, also mit Geburtstag alles drum und dran, aber das ist keine Pflicht. Hier Quick Guide. Ah, 3 Sekunden gedrückt halten. Ja, das ist ja Standard. Das ist eigentlich alles wie bei anderen Kopfhörern auch 3 Sekunden gedrückt halten, dass Bluetooth aktiviert ist.
18 Monate. User Manual. Okay, also hier ist auch noch ein Aufkleber drauf. Garantie 18 Monate. Hier steht auch nochmal die Tastenbelegung alles drauf. Ja, die App ist die richtige. Da sehe ich es gerade. Plus drücken und dann auswählen und verbinden. Das kriegen wir hin. Kein Hexenwerk. So, dann haben wir hier Schaumstoffdreiecke. Die können weg. Dann haben wir hier eine Tüte. Ach man, das geht aber auch mal blöde auf. So, wir haben einmal einen kurzen, USB-C zu USB-A Kabel zum Laden. Denke ich mal. Und ein Klinke-Kabel. So, ich hoffe, ihr könnt es vernünftig erkennen. Länge, ja, okay. Es ist jetzt nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Ein paar Mal rumgewickelt. Ich mache sowieso nur Bluetooth. Weil Kabel kann ich bei mir nicht machen, weil ruckzuck habe ich den Kater denn dran. Und dann knabbert er den Kabel durch und dann wartet er. So. Und das kann auch raus. Ich werde sie wahrscheinlich mit meinem Fire TV verbinden. Dann, wenn wir jetzt erstmal mit dem Handy und dann mit dem Fire TV. Mal schön dick gepolstert, aber zu weich. Wenn du hier, du brauchst ganz leicht nur drücken, dann merkst du hier oben zwei Schrauben. Das ist okay. Schön, das gefällt mir. Groß links und rechts, dass du das auch wirklich siehst, ohne Brille aufzusetzen. Leichte Kippneigung. Ja, ich mach schon wieder Hardware mit drin. So. Also das machen wir alles im Hardware-Video, würde ich sagen, gleich. Ich bin schon wieder viel zu weit. Ja. Scheint okay zu sein. Preis weiß ich jetzt aber leider nicht von denen. Müsste man sich dann mal angucken. Dann würde ich jetzt sagen, für Unboxing machen wir jetzt hier Schluss. Und machen gleich noch ein neues Video zur Hardware, dann werden wir das verbinden, gucken, was man bei der App alles einstellen kann und dann machen wir natürlich eine Soundprobe und Anpassprobe, wie es ist. Also das ist alles Plastik hier. Also das ist ein Manko hier oben. Da müssen wir mal gucken, ob sich das so schlimm bewahrheitet, wie ich es jetzt hier vermute. Aber das werden wir dann gleich im Hardware-Video sehen. Dann mache ich jetzt hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Werde ich vielleicht auch in die Infokarte packen. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.